Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Video über traditionelle chinesische Medizin. Das heutige Thema dreht sich um das Schwitzen und den Schweiß aus Sicht der TCM. In der traditionellen chinesischen Medizin wird der Schweiß als wichtige Komponente als innere Flüssigkeit und das Schwitzen als wichtiger Prozess der Körperregulation betrachtet. Das Schwitzen aus Sicht der TCM. Es wird angenommen, dass Schwitzen dazu beiträgt, Schadstoffe und überschüssige Feuchtigkeit aus dem Körper zu entfernen und so das Gleichgewicht der Körperfunktionen aufrecht zu erhalten. Nach der TCM ist das Schwitzen auch eng mit dem Konzept der Qi und Energiebewegung verbunden. Wenn das Qi im Körper blockiert ist oder stagniert, kann diese zu verschiedenen Beschwerden führen, wie zum Beispiel Schmerzen, Müdigkeit oder Verdauungsstörungen. Durch das Schwitzen kann das Qi im Körper wieder in Bewegung gebracht werden und Blockade gelöst werden. Zum Beispiel wird starkes Schwitzen in der Nacht als ein Zeichen von Yin-Mangel angesehen. Was bedeuten kann, dass der Körper überhitzt ist und Schwierigkeiten hat, sich abzukühlen. Oft ist das Schwitzen so stark, dass der Pyjama oder das Nachthemd getauscht werden muss. Wenn das Schwitzen mit einem süßen Geruch verbunden ist, kann es ein Hinweis auf eine Milzzellschwäche oder eine Diabeteserkrankung sein. Auf der anderen Seite kann zu wenig Schwitzen oder ein Mangel an Transpiration auch ein Zeichen von Yang-Mangel sein. Wenn der Schweiß jedoch klebrig oder ölig ist und unangenehm riecht, kann es ein Hinweis auf ein Feuchtigkeitsproblem oder ein Blutstagnationsproblem im Körper sein. Weitere Beispiele sind plötzliche Schwitzen, zum Beispiel Hitzewallung oder Schwitzen am Stirn und Kopf als Zeichen vom Leber-Yang-Feuer oder Schwitzen an den Händen und Füßenflächen und in Herzbereichen als Zeichen von Blutmangel. Oder Schwitzen im Bereich der Nase als Zeichen von Lunge-Qi-Mangel. Starkes Schwitzen im Halsbereich deutet auf hormonelle Haushaltsstörungen hin. Wenn plötzliches Schwitzen während oder nach dem Essen auftritt, kann dies ein Hinweis auf eine Schwäche der Milz oder des Magens sein. In der TCM sind Milz und Magen für die Verdauung von Nahrung und Flüssigkeit verantwortlich. Wenn diese Organe geschwächt sind, kann es zu Symptomen wie Schwitzen nach dem Essen, Verdauungsstörungen, Müdigkeit und einem allgemeinen Gefühl der Schwäche kommen. Es gibt verschiedene Faktoren, die das Schwitzen durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren in der TCM beeinflussen können, einschließlich der folgende. Der Zustand des Qi. In der TCM wird Schwitzen als eine Funktion des Qi angesehen. Wenn das Qi stagniert, kann diese zu übermäßigem Schwitzen führen, während ein Yang-Mangel an Qi dazu führen kann, dass der Körper nicht genug Energie hat, um zu schwitzen. Der Zustand des Blutes. Wenn eine unzureichende Menge an Blut kann dazu führen, dass der Körper nicht in der Lage ist, ausreichende Feuchtigkeit zu produzieren, was zu trockener Schwitzen führt. Andererseits kann Blutstagnation zu übermäßigem Schwitzen führen. Die Funktion der Organe. Bestimmte Organe wie Herz, Lunge und Milz spielen eine Rolle bei der Regulation des Schwitzens. Wenn diese Organe beeinträchtigt sind, kann diese zu übermäßigem oder unzureichendem Schwitzen führen. Der Zustand der Meridiane. In der TCM wird angenommen, dass die Meridiane oder Energiekanäle, die durch den Körper verlaufen, den Fluss von Energie und Feuchtigkeit beeinflussen können. Wenn ein Meridian blockiert ist oder nicht richtig funktioniert, kann dies zu Schwitzstörungen,
fühlen. Äußere Faktoren. Schwitzen kann auch durch äußere Umweltfaktoren wie Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und körperliche Aktivität beeinflusst werden. Dazu auch durch emotionale persönliche Zustände wie Angstschweiß oder nervöses Schwitzen. Auch Medikamente wie Antidepressiva können Schwitzenzustände auslösen. Ernährung als Faktor. Aus Sicht der TCM kann eine richtige oder falsche Ernährung das Schwitzen beeinflussen. Gesundes Schwitzen in der TCM. In der traditionellen chinesischen Medizin wird gesundes Schwitzen als eine Möglichkeit betrachtet, den Körper von Toxinen zur Reinigung und den Qi-Fluss im Körper zu verbessern. Gesundes Schwitzen wird in der TCM eingesetzt, um verschiedene Beschwerden zu behandeln, wie zum Beispiel Erkältungen, Grippen, Muskelverspannungen, Fieber, Kopfschmerzen, Hautproblemen oder Verdauungsstörungen. Es kann auch zur Vorbeugung von Krankheit eingesetzt werden, indem es das Immunsystem stärkt und den Körper widerstandsfähiger gegen Krankheitserreger macht. Gesundes Schwitzen kann durch verschiedene Methoden erreicht werden, wie zum Beispiel durch den Einsatz spezieller Fußbäder mit regulativen Kräuterzusätzen oder einer direkten Kräutertherapie. Was bedeutet aus Sicht der TCM, wenn man nicht oder nur halbseitiger schwitzen kann? Wenn jemand nicht schwitzt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass sein Körper diese überschüssige Hitze und Feuchtigkeit nicht effektiv ausscheiden kann. Aus Sicht der TCM kann das nicht oder kaum Schwitzen auf eine Störung des Wei-Qi, des Abwehr-Qi, zurückzuführen sein, dass das körperoberflächlichen Qi kontrolliert und die Hautfunktionen und die Körpertemperatur regulieren, den Stoffwechsel und Kreislauf stimuliert. Eine Schwäche des Wei-Qi kann dazu führen, dass dieser Zustand nicht eintritt und dadurch die Haut nicht genug Qi bekommt, um ausreichend zu schwitzen. Darüber hinaus kann das Nicht- oder Kaum-Schwitzen auch auf einen Mangel an Innenflüssigkeit im Körper zurückzuführen sein, was zu einem Ungleichgewicht zwischen Yin und Yang führt. Eine Störung des Yin kann die Funktion der Schweißdrüse beeinträchtigen und das Schwitzen reduzieren. Wenn jemand nur auf einer Körperhälfte schwitzt, kann dies auf ein Ungleichgewicht im Körper hinweisen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Schwitzen auf nur einer Körperseite bei Schlaganfallpatienten. Dies wird als ein Symptom der Hemipflege betrachtet, die durch eine Unterbrechung der Blutversorgung im Gehirn verursacht wird. Wenn eine Person übermäßig am Oberkörper schwitzt, ist dies oft auf eine Nierenschwäche und Disharmonie zwischen Herz und Nieren zurückzuführen. Wie rechnet man aus Sicht der TCM das Schwitzen an? Die Behandlung von Schwitzenproblemen in der TCM würde individuell auf die Patienten abgestimmt und kann verschiedene Techniken umfassen. Je nach individueller Konstitution und Gesundheitszustand des Patienten. Die bekanntesten Methoden zur therapeutischen Behandlung sind Akupunktur. Durch das Setzen von Nadel an bestimmte Akupunkturpunkte kann der Körper angeregt werden, überschüssige Feuchtigkeit und Toxinen auszuscheiden und das Schwitzen zu fördern. Kräutermedizin. Die TCM nutzte verschiedene Kräuter, um das Schwitzen zu fördern. Dabei wurden oft Kräutermischungen individuell auf die Patienten abgestimmt. Moxibustion. Hierbei wurde getrocknetes Beifußkraut auf bestimmte Akupunkturpunkten verbrannt. Die anstehende Wärme soll das Schwitzen anregen und den Körper von Toxinen und Feuchtigkeit befreien. Bewegung.
Auch körperliche Bewegung, insbesondere schwitzentreibende Übungen wie Yoga oder Qigong, können das Schwitzen ermöglichen und den Energiefluss wiederherstellen. Ernährung. Einige Nahrungsmittel können laut TCM dazu führen, dass der Körper mehr Hitze produzieren, was zu übermäßigem Schwitzen führen kann. Solche Nahrungsmittel sind zum Beispiel Schaf, Gewürze, Ingwer, Chili, Knoblauch, warme Speise sowie Kaffee und mäßiger Alkohol genutzt. Umgekehrt können kühlende Nahrungsmittel das Schwitzen reduzieren. Solche Nahrungsmittel sind zum Beispiel Gurken, Wassermelonen, Bambussprosse und grüne Tee. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass eine individuelle Ernährungsbetrachtung in der TCM immer im Zusammenhang mit anderen Faktoren wie der körperlichen Konstitution, dem Alter, der klimatischen Umgebung und dem Gesundheitszustand des Einzelnen erfolgen sollten. Eine wichtige Therapieform sind spezielle Fußbäder aus Sicht der TCM. In der traditionellen chinesischen Medizin wird die Funktion der Füße oft metaphorisch mit der Funktion des Herzens verglichen. Dieses Vergleich basiert auf der Vorstellung, dass die Füße wie ein zweites Herz zu sehen sind. Die TCM betrachten den Körper des Weiteren als ein Netzwerk von Energiebahnen, genannte Meridiane, und glaubt, dass das Einweichen der Füße in Warmwasser mit Kräuterzusätzen dazu beitragen können, diese Energiebahnen zu öffnen und zu stimulieren. Deshalb wird in der TCM das Fußbad als eine wichtige Therapieform angesehen, welche besonders mit Kräuterzusätzen eine beruhigende Wirkung auf den Geist und den Körper haben kann. Bestimmte Kräuterzusätze können je nach Bedarf ausgewählt werden, um spezifische Wirkung auf den Körper zu erzielen. Zum Beispiel können Kräuter wie Lavendel, Kamille und Rosmarin, aber auch Essig, Salz und ätherische Öl beruhigende, entspannende und energetische Eigenschaften haben, während Zimtzweig, Ingwer und Pfefferminz zur Anregung der Durchblutung und zur Verbesserung der Energie eingesetzt werden können. Fußbäder mit Kräuterzusätzen können auch durch das Anregen eines gesunden Schwitzens dazu beitragen, Giftstoffe aus dem Körper zur Entfernung und Schmerzen und Entzündung zu lindern. Besonders Kräuter wie Eukalyptus und Teebaumöl können dabei sehr gut unterstützen. Wie bezeichnet die westliche Medizin die Schwitzenzustände und mit welche Nebenwirkungen bei Behandlung muss man rechnen? In der westlichen Medizin beziehen sich die Begriffe Hyperhidrose, Hypohidrose und Anhidrose auf Störung der Schweißproduktion. Hyperhidrose beschreibt eine übermäßige Schweißproduktion, die unabhängig von äußeren Faktoren auftritt. Diese kann zu erheblichen Beeinträchtigungen im Alltag führen und beispielsweise zu vermehrten Schwitzen an die Hände, Achsenhöhlen oder Füßen führen. Hypohidrose bezeichnet eine verminderte Schweißproduktion. Diese kann verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise eine Schädigung der Schweißdrüse durch eine Erkrankung, Medikamente oder eine genetische Veranlage. Anhydrose ist das Fehlen von Schweißproduktion, was ebenfalls unterschiedliche Ursachen haben kann, wie beispielsweise eine Verletzung oder Schädigung der Schweißdrüse, eine neurologische Erkrankung oder eine genetische Veranlage. Die Behandlung von Hyperhidrose, Hypohidrose und Anhydrose in der westlichen Medizin kann verschiedene Nebenwirkungen haben. Abhängig von der spezifischen Behandlungsmethode, hier sind einige Beispiele.
Medikament. Die Verwendung von Anticholinergika zur Behandlung von Hyperhidrose kann Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit, Sehstörungen, Verstopfung und Gedächtnisprobleme verursachen. Die Verwendung von Cholinergika zur Behandlung von Anhydrose kann Nebenwirkungen wie Übelkeit, Schwinden und vermehrtes Schwitzen verursachen. Botulinumtoxin-Injektionen. Die Verwendung von Botulinumtoxin-Injektionen zur Behandlung von Hyperhidrose kann vorübergehende Schmerzen, Blutergüssen und Hautreizungen an der Injektionsstelle verursachen. In seltenen Fällen kann es zu Muskelschwäche und Atemproblemen kommen. Chirurgie. Die operative Entfernung der Schweißdrüse zur Behandlung von Hyperhidrose kann Komplikationen wie Schmerzen, Bluterguss, Infektionen und Narbenbildung verursachen. Die operative Implantation von Schweißdrüse zur Behandlung von Anhydrose kann ebenfalls Komplikationen wie Schmerzen, Infektionen und Fehlfunktion des Implantats verursachen. Der Schweiß aus Sicht der TCM. In der traditionellen chinesischen Medizin wird Schweiß als Flüssigkeit des Herzens bezeichnet, da er eng mit der Funktion des Herzens verbunden ist. In der TCM wird das Herz als das zentrale Organ betrachtet, das für die Regulierung des Blutkreislaufs und der Emotionen verantwortlich ist. Schweiß wird als eine Art flüssige Essenz angesehen, die aus den Körperflüssigkeiten gebildet wird und durch die Haut ausgeschieden wird. Wenn das Herz gesund ist und reibungslos funktioniert, wird der Schweiß normalerweise in angemessener Menge produziert und ausgeschieden. Wenn jedoch das Herz schwach oder gestört ist, kann dies zu Schweißausbrüchen führen, die als Zeichen einer Disharmonie im Körper angesehen werden. Typische pathologische Schweißarten. Nachschweißen. In der traditionellen chinesischen Medizin wird Nachschweiß oft als ein Symptom von Qi- und Herzmangel betrachtet. Nach der TCM-Theorie fließt das Qi durch den Körper und reguliert die Funktion der Organe und Gewebe. Eine unzureichende Versorgung mit Qi kann zu einer Schwäche und Erschöpfung des Körpers führen, was wiederum zu Nachschweiß führen kann. Yin ist eine der Substanzen, die den Körper in der TCM aufrecht erhalten. Es wird oft als kühlende, feuchte und ruhige Energie beschrieben, die den Körper und Geist beruhigt. Wenn Yin im Körper schwach ist, kann dies ebenfalls zu Nachschweiß führen. Kalter Schweiß. Aus Sicht der TCM kann kalter Schweiß ein Hinweis auf eine Schwäche des Körpers sein, wie zum Beispiel ein schwaches Müsqi oder eine schwache Nieren-Yang-Energie. Müsqi-Mangel kann zu einer schlechten Nahrungsverdauung und einer unzureichenden Produktion von Körperenergie führen. Während eine Schwäche des Nieren-Yang den Stoffwechsel und die Wärmeproduktion im Körper beeinträchtigen kann. Auch Angstschweiß fällt unter diese Kategorie. Eine andere mögliche Ursache für kalten Schweiß in den Händen und Füßen kann eine Blockade des Herzen- und Nierenmeridiane sein, der durch diese Körperregionen verläuft. Eine Blockade dieses Meridianes kann dazu führen, dass die Energie nicht frei fließen kann, was zu einem Gefühl von Kälte und Feuchtigkeit in den Händen und Füßen führen kann. Klebriger Schweiß. Klebriger Schweiß ist dick und klebrig und tritt häufiger bei feuchter Hitze auf. Dies kann auf ein Ungleichgewicht in Qi und eine Feuchtigkeit im Körper hinweisen. Schweiß ohne Anstrengung. Wenn jemand ohne Anstrengung schwitzt, zum Beispiel Hitzewallung oder spontaner Schweißausbruch,
kann dies auf eine Schwäche des Qi hinweisen. Diese kann beispielsweise bei Müdigkeit, LMI, in den Wechseljahren oder bei einer chronischen Erkrankung auftreten. Schweiß nach Anstrengung. Schweiß nach Anstrengung, warmes Schwitzen, ist in Regelfall gesund und bedeutet, dass der Körper überschüssige Hitze durch Schwitzen abgibt. Aber wenn der Schweißfluss sehr stark ist und nicht aufhört, kann dies auf einen Mangel an Qi und Yin hinweisen. Gelber Schweiß. Gelber Schweiß wird in der TCM oft mit einer Störung des Verdauungssystems in Verbindung gebracht. Diese kann auf eine ungesunde Ernährung, Stress oder eine schwache Verdauungsfunktion zurückzuführen sein. Gelber Schweiß kann auch ein Zeichen von Hitze im Körper sein, was auf ein Ungleichgewicht in Yin- und Yang-Verhältnis hindeuten kann. Rotschweiß. Sogenannte Rotschweiß hingegen wird oft als ein Zeichen von Hitze im Blut oder von Blutmangel betrachtet. Dies kann auf eine Reihe von Ursachen zurückzuführen sein, einschließlich Dehydration, LMI oder hormonelle Veränderung im Körper. Es ist wichtig zu beachten, dass die Art des Schweißes nicht nur als einzelnes Symptom betrachtet werden, sondern im Zusammenhang mit anderen Symptomen und dem allgemeinen Zustand des Körpers bewertet werden. Ein erfahrener TCM-Therapeut würde immer eine individuelle Diagnose und Behandlung auf der Grundlage der persönlichen Umstände erarbeiten. Damit sind wir für heute am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte Sie gut über das Thema Schwitzen und Schweiß aus Sicht der TCM informieren. In regelmäßigen Abständen würde ich neue Informationen zu TCM veröffentlichen und würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.